Ohios wüstes Land, durch seinen weißen Hut bekannt. Wer ist das, der da reitet? Wenn's im wilden Westen kracht, ist er es, der als letzter lacht. So schnell wie er zieht nämlich keiner. Er trifft hier nirgends eine Person, nie ist jemand am Telefon. Für unseren Cowboy, arm und einsam. Vor niemandem fürchtet sich der Mann. Wovon der Dortenplan ein Liedchen singen kann. An ihn kommt keiner ran. Heute gibt's Stampfkartoffeln! Also her mit euren Näpfen, Jungs! Nicht vordrängeln! An dem Pams beißt man sich ja die Zähne aus. Hey, was soll das? Das war mein Stein. Halt die Klappe, ich habe einen Plan. Ich habe mir was zurecht moduliert. Ein Revolver. Ja, sowas. Bist ja ein richtiger Bildhauer, Joe. Jack, du fallst die Gitterstäbe durch. William moduliert weiter. 4 Revolver aus 4 Portionen Stampfkartoffeln. Was ist denn in der Flasche da, Joe? Ein Schlafmittel. Damit setze ich den blöden Köter außer Gefecht. Der hängt wie eine Klettern und seit Avril ihm was vorgesungen hat. Schade, das ist nicht der Schnulzensänger mit der lieblichen Stimme. Er spielt ja auch Cello, wie ich sehe. Na komm, du Flohschleuder. Schön runterschlucken. Ein hübsches Bällchen. Schnauze auf, blöder Köter, und schluck's runter! Die dumme Töle spielt nur damit! Oh Mist, ist zu kurz. Zieht die Klamotten aus, los! Und hopp! Wozu brauchen wir denn die Revolver aus Stampfkartoffeln, wenn wir doch über die Mauer flüchten, Joe? Wo bleibt Avril? Er muss den Brock mit dem Schlaftrunk gemampft haben. Ich fasse es nicht. Den runter, er zerquatschen. Mr. Luke! Hey, Mr. Luke! Telegramm für Sie. Dortens ausgebrochen. Stopp. Sehen uns in Bälde. Stopp. Sie verfolgen uns mit Ihren Telegrammen, egal wohin wir reiten. Okay, machen wir uns an die Arbeit. Du, Joe, wie wär's denn mit einer Pause? Nicht bevor wir in Utah sind, dem einzigen Staat der Union, in dem wir noch nicht gesucht werden. Niederträchtiges, verlogenes Schlitzohr, du! Betrüger, Dieb! Diesmal bist du uns entwischt, good fellow! Aber solltest du je wieder einen Fuß in den Staat Colorado setzen, hängen wir dich auf! Lebt wohl, ihr Gelackmeierten in Colorado! Hallo, ihr Dummfinken in Utah! Wir haben es hier mit der Standardausführung zu tun. Der uralte Trick mit der Feile, gefolgt von dem Laken mit Verlängerung durch die Knastklamotten. Was ich nicht verstehe, ist, warum sie dem Hund eins über den Schädel gegeben haben. Ist das, dass es was zu fressen gibt? Oh, unverkennbar, die Daltons. Niemand stinkt so widerwärtig wie sie. Aha, verstehe. Die 4 Musiker sind unterwegs auf Natur. Nein, Rantanplan, du bleibst hier. Natürlich komme ich mit zu dem Konzert, wo ich doch ein Bewunderer ihres strahlenden Tenors bin. Ihr
Ihr habt's kapiert, ja? In Colorado kann Luke uns verhaften, aber in Utah eben nicht. Wieso das denn, Joe? Wandern wir weiter, ja? Ich will gehängt werden, wenn sich da nicht ein Wagen nähert. Hände hoch! Wir sind ganz ausgekochte Halunken, bewaffnet und extrem gefährlich. Also runter vom Wagen und mach ne Fliege, Goldlöckchen. Ja. Nanu, wo ist das Gefängnis geblieben, Joe? Hallöchen, Fremder. Hab ich einen Hunger, Mann, gib her. Anhalten! Wo bin ich? Im Paradies? Wo hast du das Fass voller Geld her? Mein Name ist Bob Goodfeller, Vorsitzender des Vereins der Gutherzigen. Dieses Geld hier haben wir für die Bedürftigen gesammelt. Es gehört den Armen, Sir. Ach, du bestiehlst die Armen, ist mal eine ganz neue Nummer. Nein, ich habe es nicht gestohlen, das Geld wurde gespendet. Du willst mir weismachen, dass die Leute aus freien Stücken ihr Geld rausrücken? Wenn man die Tricks der Branche beherrscht, ist das Ganze ein Kindergeburtstag. Aber wo ist der Kick, wenn man sich Geld ohne Gewalt beschafft? Klingt komisch für meine Ohren. Nehmen ist seliger denn geben, so kann man's auch sehen. Joe, Everett ist schon wieder eingeschlafen. Das wundert mich nicht, ich hatte die ganze Flasche auf das Brot geschüttet, das er gegessen hat. Jack, William, werft ihn auf den Wagen und los. Und du verschwinde. Tja, Pech für die Armen. Ich hatte vor, in der nächsten Stadt das Fass zu füllen. Dort soll man besonders großzügig sein. Das Fass bis oben voll? Natürlich, bis zum Rand, was sonst. Wohltätigkeit ist, wie ich merke, nicht euer Ding. Quatsch, ich habe immer die Spendierhosen an. Und wir begleiten dich auch gern zur nächsten Stadt. Hier sind nämlich die Straßen nicht sicher. Na wunderbar, der Schutzpatron der Mildtätigen schickt euch. Wenn man schon Klamotten verschenkt, sollten sie doch die passende Größe haben. Das sind ja 4 Intelligenzbestien. Bei der ersten Gelegenheit schnappe ich mir mein Geld und schicke sie in die Wüste. Du machst uns das Fass voll Geld und ich pump dich voll Blei, Goldlöckchen. Die Banditen haben sich nach Utah abgesetzt. Ich bin immer wieder überrascht, wenn sich bei ihnen Spuren von Intelligenz zeigen. Sieh an, das Konzertplakat. Ja, ja, Reklame ist die halbe Musik und der Fan kann sich nicht verlaufen. Charity Creek mit Kirche. Wunderbare Aussicht. Wir Tieren und Federn. Sehr komisch. Joe, das ist mir irgendwie unheimlich. Eine Stadt, in der keiner vor uns Angst haben soll? Das kommt daher, dass uns in Utah noch niemand kennt. Aber keine Angst, Jack, das wird sich bald ändern. Ich plane einen Wohltätigkeitsbasar für nächsten Sonntag. Ich hoffe, Sie werden auch kommen. Sie tun was für wohltätige Zwecke? Was für eine wundervolle Idee. Ich bin John Goodfeller und wie Sie in Sachen Mild- und Wohltätigkeit unterwegs. Ich bin Liebetraut Blumenfeld, aber Sie dürfen mich gern Blümlein nennen. Ich helfe notleidenden Goldwäschern. Und Sie? Ich helfe den Franzosen. Den Franzosen? Liebe Freunde, weit von hier auf der anderen Seite des Ozeans liegt ein altehrwürdiger Kontinent. Und auf dem ein winzig kleines Land Frankreich genannt. Die Menschen dort fristen ein so armseliges Dasein. Nichts zu brechen und nichts zu beißen haben sie. Froschschenkel und Schnecken müssen sie essen. Viele von ihnen plagt die Armut derart, dass sie verschimmelten Käse und geschwollene Gänseleber verzehren. Sind noch Reste von den Stampfkartoffelrevolvern da? Ich sterbe vor Hunger. Meine Lieben, helfen wir den armen Franzosen. Sie werden gewiss alle ihren Teil beitragen. Meine Freunde hier werden Sie jetzt um milde Gaben bitten. Seien Sie spendabel. Nein, was für bewegende Worte. Worauf wartet ihr? Geht mit dem Hut rum.
hab ich's doch gewusst. Dann müssen wir das Fass eben auf die altmodische Art vollmachen. Los, wir stürmen die Bank. Sie stehen auch unentgeltlich im Dienst der Wohltätigkeit, ja? Na, ganz so ist es nicht mehr. Das sind ausgebrochene Häftlinge. Ich bringe sie jetzt zurück in den Knast in Denver, Colorado. Ich hab gewusst, dass ich sie finde. Und was für hübsche Kostüme sie für das Konzert anhaben. Lucky Luke! Nennen Sie mich nicht Ma'am. Blümelein tut's auch. Habt ihr es gehört? Oh. In Ganoven, Gangster, geflohene Gefangene. Wollen wir doch gleich großen Prozess machen? Los, holt alles. Hey, hier ist Utah, wo wir noch nie verurteilt worden sind. Man hat uns hier noch keines Verbrechens beschuldigt. Hören Sie einen Moment aufmerksam zu. Ja, die Armen sind Häftlinge. Der Abschaum der Menschheit sozusagen. Und dennoch wäre es falsch, sie zu verurteilen. Sie haben nämlich eine Kehrtwendung gemacht. Auf einen Wink des Himmels hin haben sie dem Bösen den Rücken zugewandt. Seitdem wandeln sie mit mir im Lichte der Mildtätigkeit. Abschaum der Menschheit? Er weigert ihnen nicht den Segen der Vergebung. Blickt ihnen doch in die Augen und berauscht euch am Ausdruck aufrichtiger Reue. Öffnet ihnen die Herzen. Ihr hört, was er sagt. Bereut gefälligst. Oh, welch Augenblick der Beglückung, Zeuge solch ungewöhnlicher Bekehrung zu sein. Ich hatte ja keine Ahnung, was hier los ist, aber mir sagt ja nie einer was. Auf dem Pfad der Tugend wandeln Sie für dahin. Begleiten wir Sie auf den ersten Schritten, indem wir die vier mit einer großherzigen Spende unterstützen. Ja, gut, ich. Danke, danke, den Hut bitte. Also wenn das nicht $50 wert ist, das ist ja besser als jede Theatervorstellung. Ja, unglaublich. Es hat funktioniert. Nun mal nicht geizig sein, Cowboy. Hören Sie auf die Stimme Ihres Herzens. Wir werden das Geld einem guten Zweck zuführen. Glauben Sie es mir, Luke? Halleluja! Oh, gibt es etwas Schöneres als von Herzen kommende Mildtätigkeit? Jack, die ist total daneben, stimmt's? Die hat nur ein gutes Herz. Gut gemacht. Sie sind wahrlich ein ungewöhnlicher Mensch. Und auch Sie waren fantastisch. Sie müssen unbedingt in der Stadt bleiben und an meinem Wohltätigkeitsbazar teilnehmen, der am Sonntag stattfindet. Für notleidende Goldwäscher, die Menschen in Frankreich und reuige Gefangene. Wir kommen gern. Was gibt es Erhebenderes als Wohltätigkeit? Werden wir bei Ihnen unterkommen? Aber natürlich, meine Tür steht immer weit offen für Männer mit großem Herzen. Ist ja eine tolle Mischung. Ein gerissener Betrüger, ein naives Blümelein und vier Daltons, die hier unter dem Schutz des Gesetzes stehen. Keine Angst, Cowboy. Die werden ihrem Ruf getreu nicht lange sauber bleiben. Wir machen so lange auf mildtätig, bis die Dumpfbacken das Fass zum Überlaufen bringen. Dann wird Luke umgelegt und wir machen uns mit dem randvollen Fass aus dem Staub. Ich muss schon sagen, Joe, auf dich trifft das mit dem Abschaum der Menschheit echt zu. Ich weiß immer noch nicht, was hier los ist. Ich glaube, ich brauche noch eine Mütze Schlaf. Sobald ich die Hinterwäldler hier mit der reuige Gefangenennummer ausgenommen habe, bin ich, hast du nicht gesehen, mit dem Geld über die Grenze. Hier bringe ich Besucher unter, die auf der Durchreise sind. Ich hoffe, es ist den Herren bequem genug. Jetzt packen Sie erstmal aus. Hey, habt ihr schon gesehen? Keine Gitter vor den Fenstern. Würdest du bitte die Klappe halten, ja? Wir müssen überlegt vorgehen. Wir brauchen erfundene Spendenempfänger, die Namen möglicher Spender und so weiter. Und wir stellen einen Stuhl mit unserem Hut vor die Kirche. Wir bauen vielleicht einen Opferstock aus dem Baum, den Averill gerade durchsägt. Er hört sich an wie eine Kreissäge. Entschuldigt, ich habe noch was zu erledigen. Die Jungs kommen ja hier nur durch, wenn ich ein Autogramm von ihnen bekomme. Doch, das ist ja der Sänger. Hau ab, du Floh-Omnibus. Oh, diese Energie, man könnte ihn darum beneiden, Leute. Ich warne dich, du Promenaden... Doch, was für ein liebes Hundchen. Komm, gib dem Onkel Joe Pfötchen, mein Kleiner. Das muss ein Test sein. Ich werde ihn nicht von oben bis unten ablecken. Ich werde ihm Respekt erweisen und mir damit seinen verdienen. Trau keinem übern Weg, der keine Hunde mag. Schlaue Sprüche, aber verhaften kannst du mich hier nicht. Ich kann warten. Früher oder später kommt ihr aus der Deckung. Inzwischen sehe ich gern dabei zu, wie Joe Dalton von dem feinen Pinkel über den Tisch gezogen wird. Goldlöckchen meinst du, ha? Du bist zu lange allein mit deinem Pferd gewesen. Du fantasierst ja schon. Das ist das erste Mal, dass ich was gekauft habe. Merkwürdiges Gefühl. Er spielt den Opferstock und niemand kann einem verbieten, ein Opferstock zu sein. Da
Das Spiel da dient bestimmt nicht wohltätigen Zwecken. Sie irren. Ich veranstalte öfter mal Benefiz-Pokerabende. Der Erlös kommt einem Seniorenheim für Zocker zugute. Von den pensionierten Zockern haben Sie wohl das Zocken gelernt? Nein, sowas lernt man im teuren Knabeninternat. Auch von dem verliert man gerne, wenn es für einen guten Zweck ist, Cowboy. Er haut uns für einen guten Zweck übers Ohr, dann tut es halb so weh. Oh, wofür soll's diesmal sein? Ha? Lassen Sie mich raten, für farbenblinde Postkartenmaler, wie? Ach, was Sie, Witzbold. Würden Sie als Scharfschütze auftreten bei meinem Wohltätigkeitsbazar? Das würde ordentlich was bringen, wenn der Cowboy zu sehen ist, der schneller zieht als ein Schatten. Ich mag das nicht, mich vor Publikum zu präsentieren. Das ehrt Sie, aber diesmal wäre es für die Bedürftigen. Überlegen Sie sich's doch bitte nochmal. Sie haben Glück, Ihnen kann man nichts abschlagen. Und den Bedürftigen erst recht nicht. Heute hatten aber alle die Spendierhosen an. Das ist so wie bei allem gewusst, wie? Wann reichst du denn was rüber, hm? Du sollst doch beim Poker ganz schön abgeräumt haben. So spricht man darüber, ja? Na, so viel war's auch wieder nicht. Beim Kartenspiel knausern sie für gewöhnlich. Ich hab zufällig gesehen, wie du was weggesteckt hast, Goldlöckchen. Ach ja, wohin denn? Da, in die rechte Brusttasche, mein Freundchen. Diese Brusttasche meinst du? Mhm. Ja, was bin ich doch für ein Dummerchen. Gute Nachrichten, ich habe ein Lied geschrieben. Was wäre eine Wohltätigkeitsveranstaltung ohne Lied? Na toll, damit kann man abkassieren. Hm? Ich wollte sagen, welch wunderbare Idee. Und Sie werden es singen, Liebste? Nein, ich singe zwar im Kirchenchor, aber für die Bühne reicht es wirklich nicht. Ich dachte mir, unsere Freunde übernehmen das. Oh nein, wir haben einmal gesungen, als wir in der Bredouille saßen und haben es dann bitter bereuen müssen. Ich würde gern singen. Ich habe eine sehr hübsche Stimme. Silbrig, heller, strahlt der Mond. Leg du dich wieder hin und schlaf! Denken Sie nur, Lucky Luke wird sich als Scharfschütze präsentieren? Lucky Luke! Ein Lied dargeboten vom Gefangenenchor, das könnte ein Knüller werden. Und wenn es dann davon Schallplatten gibt, machen wir ein Vermögen. Glauben Sie? Lucky Luke, Lucky Luke, Lucky Luke, Lucky Luck! Na los, rauf mit dir, Jack! Ich bin viel zu nervös. Los, Hahnemann, geh du voran, Joe. Bei uns ist schon lange niemand mehr aufgehängt worden. Als zivilisierte Menschen bevorzugen wir die Spritze. Also fangen wir mit der Probe an. Räumer, und Liebe, gab's schon immer auf der Welt. Aber wenn das immer so bliebe, wäre eine das Leben. Oh, welch einschmeichelnde Melodie. Darum wollen wir damit beginnen. Bitte nicht sofort aufhören zu lachen, dreh ich ihm den Hals um. Ich schlage vor, dass Sie mitsingen, Luke, wenn Sie es so viel besser können. Darum wollen wir damit beginnen. Nach Ehrlichkeit nur immer danach zu trachten. Mit all unseren Sinnen wollen wir damit beginnen. Wir danken Ihnen im Namen der Armen. Danke sehr. Du meine Güte, ein Fass voller Geld. Wir bringen es besser an einen sicheren Ort. Ich mach das schon. Nimm deine dreckigen Pfoten weg. Das wird dir ruhig. Ich werde mich darum kümmern. So, auf Nummer sicher. So machen wir es potenziellen Räubern so schwer wie möglich. Schlafe! Verstehe ich gar nichts mehr, Clara. So ist das beim modernen Theater. Ich wollte soeben nachschauen, ob auch alles okay ist. Na, so ein Zufall. Genau dasselbe wollte ich auch gerade. Für die Kostprobe Ihres Könnens. Und weiter geht es mit dem Abschaum der Menschheit und seinem Chorgesang. Er wird Ihnen ein Lied von mir verfasst darbieten. Ein Lied allen Ärmsten der Welt gewidmet. Ein Lied mit dem Titel Die Ballade der reuigen Knastdrosseln. Nach dem Lied servieren wir Lucky Luke ab, dann kommt Goldlöckchen dran mit der Dame und dann schnappen wir das Fass und hauen ab. Wenn sich nun aber das Publikum in den Weg stellt, wird es auch umgelegt. Eins, zwei, drei, vier.
Räuber und Diebe gab's immer schon auf der Welt. Das ist der schönste Tag meines Lebens. Furchtbar sein Geld. Darum wollen wir damit beginnen, nach Ehrlichkeit nun immer dazu schalten. Mit all unseren Sinnen wollen wir damit beginnen. Und sind wir selbst und Dankeschön, herzlichen Dank, sehr freundlich. Hier, hier! Oh, dieser stinkige, goldgelockte Betrüger, los hinterher! Hier, hier! Wie kommt er dazu, mit dem ganzen Geld durchzubrennen? Wir wollten es zwischen seinen und meinen Bedürftigen aufteilen. Hey Joe, wart auf uns! Unsere lieben Gefangenen werden ihn und das Geld gewiss wieder zurückbringen. Sie sind ein wenig zu blauäugig. Ist was passiert, während ich hypnotomisiert war? Hier! Das schöne Geld, da geht's einfach baden. Da vergeht einem ja die Kriminalität. Monty! So, jetzt will ich mal den Wohltäter spielen. Ich biete euch gratis Kost und Logis. Lebenslänglich. Wir haben doch gar nichts verbrochen. Im Gegenteil, wir haben geholfen, diesen Kerl hier dingfest zu machen. Ihr habt die Staatsgrenze überschritten. Willkommen daheim in Colorado. Kommt, Jungs, ab ins Gefängnis. Augenblick noch. Sie sollen erfahren, dass wir auch Gaunern gegenüber Mildtätigkeit walten lassen. Oh, Sie haben ja schon Ihre Kostüme für das nächste Konzert an und so federleichte. Wann wird man endlich was gegen den Hunger in der Welt unternehmen, frage ich. Echtes Geld? I'm a poor lonesome cowboy. Seinen weißen Hut bekannt. Wer ist das, der da reitet? Wenn's im wilden Westen kracht, ist er es, der als letzter lacht. So schnell wie er zieht nämlich keiner. Er trifft hier nirgends eine Person. Nie ist jemand am Telefon. Für unseren Cowboy arm und einsam. Vor niemandem fürchtet sich der Mann. Wovon der Dortenplan ein Liedchen singen kann. An ihn kommt keiner ran. Ich brauche eine neue Brille. Rumble Gulch heißt das. Der Friedhof ist überfüllt und im Tresor der Bank so gut wie nicht. So, das wollen wir erst mal sehen. Das ist ein Überfall. Verzeihung, Überfall. Wie bitte? Ein Überfall ist das Geld oder Lebensgefangen. Haha, dieser Überfall wurde gesponsert von Ralph Novay. Hey! Unter Mitwirkung von Lucky Luke.
Lucky Luke, nee, Moment, Lucky Luke. Im Knast gibt's sicher einen Sprachtherapeuten. Jetzt sprechen Sie mir nach. Ich hebe die Hände hoch und lasse meine Pistole fallen. Hey Luke, wollen Sie mal was Komisches hören? Sie sollen schneller als Ihr Schnattenziehen mag sein, aber so schnell bin ich auch. Wenn wir beide schießen, sind Sie als Erster im Paradies. Keine Bewegung oder du hast ein Loch im Kopf. Lassen Sie mich lehnen, lassen Sie mich gehen, Luke, hören Sie? Sonst muss ich die Geisel töten. Die Geisel töten. Man begegnet sich immer zweimal, No Way. Hey, Mister, sind wir beide jetzt eine Bande oder wie soll ich das verstehen? Boah. Hey, ja! Dem Himmel sei Dank, dem Geld ist nichts passiert. Wenn ich nicht irre, war das Ralph No Way. Jawohl, und ich bin schon seit über einer Woche hinter der Brillenschlange her. Einladung zum alljährlich fatschten Wettkampf der in Sting City. Erster Preis wären 10 Riesen. Weg damit! Weg, nur keine Reklame machen! Reklame machen! Wollen wir mal sehen, wer sich da Kaffee kocht? Hm? Du hast die Zügel in der Hand, Cowboy. So, sehr schön. Das war das Letzte, war das Letzte. Da seid ihr, Revolver der Schmerz, meine besten Freunde. Sagen wir euch Mauber, sauber. Ihr müsst morgen gut in Schuss sein. Hab ich dich, du Schlitzohr, ja? Zu Hilfe, ich sitze fest in einer Falle! Oh, Lucky Lucky, Lucky Lucky, Lucky Lucky! Ah! Hey! Himmel, was für ein Geschrei! Ist ja gut, ich komm ja schon! Oh, aber schnell! Sonst ist mein Fuß abgestorben! Sie glauben gar nicht, wie weh das tut! Wieso hin und her zappeln, Alter? Oh nein, das gibt bestimmt Wundbrand! Schnell rufen Sie einen Arzt, Cowboy! Na los, retten Sie meinen Fuß! In Wahrheit haben Sie nicht mal so viel Schmerz. Das weiß ich selber! Und was einen Trapper nicht umbringt, macht ihn stärker! Herman Flood, bester Trapper in ganz Montana! Lucky Luke, ich bin hinter einem Verbrecher her, der mir dank Ihres couragierten Eingreifens soeben entwischt ist. Sie müssen sich nicht entschuldigen, Cowboy. Sie kennen sich in der Wildnis nicht aus. Demnach war's meine Schuld, hm? Das macht nichts. Ich nehm's Ihnen nicht übel. Oh, nee, da ist sie ja, die geliebte Flinte. Ich bin ein besserer Fährtenleser als ein hungriger Puma. Was Sie aber nicht gehindert hat, in Ihre eigene Falle zu tappen, Amigo. Raffinierter Schachzug. Als Köder verkleidet locke ich nun mal die fettere Beute an. Wie schön für Sie, Herman, aber jetzt muss ich mich um meinen Verbrecher kümmern. Im Übrigen wäre ich allein aus der Falle rausgekommen. Na, haben Sie was Wichtiges in der Asche entdeckt? Wettkampf der Trapper in Skin City. Erster Preis $10,000. Sieh einer an. Er verbrennt die Zettel, um konkurrenzlos zu sein. Interessant. Sie wissen, dass Sie mir das Bärenfell ersetzen müssten, das mir durch die Lappen gegangen ist. Aber Sie sind so großzügig und schenken mir es. Vielen Dank. Ich will Ihnen ja keine Angst machen, junger Mann, aber Vorsicht! Ohne Führer kann man sich in dieser Wildnis hier schnell verlaufen. Ich bin gar nicht so teuer. Hey, Lucky Luke, ey, warten Sie, Cowboy, kommen Sie wieder zurück! Es ist wirklich nicht ungefährlich, hier rumzulaufen. Ich würde sagen, wir hauen uns gleich nach dem Abendessen aufs Ohr. Morgen früh geht's nach Skin City, dort warten wir auf diesen Ganoven No Way. Was kann schöner sein, als es sich auf den Resten seines Abendessens bequem zu machen? Das ist, Hände hoch, No Way! Halt, halt, nicht schießen, ich bin es, Herman! Entschuldigung. Begrüßt man so etwa einen alten Freund, hm? Sie können von Glück sagen, dass Sie auf mich gestoßen sind. Im Wald wimmelt es von wilden Bestien. Außer über Sie bin ich noch über nichts gestolpert. Tja, man muss sie schon aufspüren können. Mhm. Sie sollten es nicht übertreiben mit dem Dosenfutter. Mir war schon immer ein Stück vom Bärenschinken lieber. Den gibt's bei Ihnen sicher öfter, wo Sie doch so ein guter Jäger sind. Möchten Sie vielleicht noch einen Kaffee? Hm? Nein, vielen Dank. Ich trinke nur hier und da ein Schlückchen.
Sie haben einen schlechten Schlafplatz gewählt. Er sollte immer nach Osten hin liegen, damit einen die Morgensonne weckt. Sagen Sie, Sie sind vermutlich ein Einzelkind. Ja, wieso? Nur so, aber es war die beste Nachricht von heute. Also dann, gute Nacht. Mr. Luke, ich lege mich vielleicht ein bisschen näher ran, um Sie zu beschützen. Ach so, zwei Stück Zucker bitte. Na, wird gemacht. Sie sind aber ein Frühaufsteher, Luke. Aber nicht wieder so fest. Ich reite hier lang. Sie waren ja auf dem Weg dorthin. Schön, Sie kennengelernt zu haben. Aber wie wollen Sie hier überleben ohne mich? Hey, bleiben Sie da, Luke. Wir beide sind doch jetzt Freunde. Ich fühle mich Ihnen so verbunden seit letzter Nacht. Wir haben mehr Glück als Verstand. Wir müssen nicht mehr nach Skin City reiten. No way! Raus aus der Hängematte! Komm her! Hände hoch! Ich habe Sie gerade verhaftet. Hallo, Mr. Luke! Sehen Sie mal, was ich Ihnen mitbringe. Zwei schöne fette Biber, geben Sie es zu, da sind Sie platt. Hm? Na, wer ist jetzt der König der Wildnis, hä? Na, Sie selbstverständlich, aber ich habe zu tun. Abmarsch, bitte. Ich grüße Sie, mein Freund. Die Freunde meiner Freunde sind auch meine Freunde. Da sind die Schlitzohren. Elendes Gaunerpack! Ihr seid wirklich ein Haufen Stinktier-Scheiße. Was habt ihr euch dabei gedacht, Trapan in die Quere zu kommen? Herman. Die hingen an einem Ast. Ich dachte, dass sie niemand mehr will. Was wir auf den Tod nicht ausstehen können, sind Biberdiebe. Ihr werdet jetzt mitkommen, verstanden? Sie erlauben, aber das Ganze ist ein Missverständnis. Ich war gerade dabei, diesen Verbrecher zu verhaften, als plötzlich... Wenn hier einer ein Verbrecher ist, dann bist du's. Ihr kommt alle mit und basta. Auf Wiedersehen, Lukiaki. Da geblieben, elender Feigling. Na, fabelhaft. Das war der meistgesuchte Mann von Montana, den ihr da entkommen lasst. Ja, von wegen. Das mach du mal deiner Mami weiß. Joshua? Horace? Was habt ihr denn heute für komisches Wild erlegt, hä? So grün wie der aussieht, muss er aber noch eine Weile liegen. Das sind Räuber, Papi. Die wollten uns die zwei Biber stehlen. Das ist ein Missverständnis. Mein Partner bittet um Entschuldigung. Halt's Maul! Bei Stinktiers wird nur geredet, wenn's der Papa erlaubt, verstanden? Elvira, was machen wir mit diesen diebischen Elstern? Was schlägst du vor? Die wäre mal eine hübsche Abwechslung nach dem ewigen Bärenfleisch. Ist sie nicht komisch, meine Elvira? Deshalb habe ich sie auch zur Frau genommen. So, mein Huckerzäschen, jetzt werde ich dich meiner erledigen, entledigen, meine ich. Ja, du bist schon halb tot und dann los ich dich endlich bin ich dich los. Okay, genug gelacht. Wie würde es euch gefallen, ein Leben lang Felle zu gerben, ha? Oh, ich könnte euch auch als Bärenköder benutzen. Huh? Elvira! Jungs, rennt um euer Leben! Unsere schöne Hütte! Hier bitte, Heißherr. Der da hat das Feuer gelegt, Paps. Er ist der Dritte im Bunde der Biberdiebe. Damit habe ich mir aber ein Bündel Heu mehr pro Tag verdient. Großer alljährlicher Trapper-Wettkampf, $10,000 Preisgeld. Noel wird nicht lange auf sich warten lassen. Herman, stehen Sie auf, na los! Aufstehen, bester Trapper des Wilden Westens. Ihr habt doch eure Biber, was wollt ihr noch? Herman, wir sind in Skin City.
Ja? Wieso, Skin City? Da habe ich dich schön in das Licht geführt mit meinem Ohnmachtsanfall. Hm? Uralter Trappertrick. Von mir kannst du noch eine Menge lernen. Wer so zu Witzen aufgelegt ist, braucht keine fremde Hilfe mehr. Was soll der Quatsch? Gemeinsam sind wir unschlagbar. Wir haben das Preisgeld so gut wie in der Tasche. Warten Sie doch. Keinen Schritt weiter, Cowboy. Nur Trapper dürfen nach Skin City, solange hier der Wettbewerb läuft. Und weil du kein Trapper bist, verschwindest du sofort wieder. Wissen Sie, eigentlich wollte ich am Wettbewerb teilnehmen. Da merkt man eben gleich, dass du ein einsamer Cowboy bist. Hier macht nur mit, wer einen Partner mitbringt. Genau so ist es. Immer nur zu zweit. Eins, zwei. Du bist nur einer. Da fehlt der Zweite. Also kannst du dich nicht eintragen. Hören Sie, wir sind zu zweit. Er ist mein Partner. Ein Cowboy in einem Trapper-Wettbewerb. Wir leben in einer verrückten Welt. Name und Beruf bitte. Lucky Luke, Cowboy. Und ich bin Herman und Trapper. Na also, jetzt müssen wir bloß noch gewinnen. Stimmt's, Partner? Ich habe mir schon überlegt, wie wir das Preisgeld teilen werden. Ich würde sagen 75% für mich und 25% für Sie. Ohne mich hätten Sie ja nicht mal teilnehmen dürfen. Team Nummer 13. Lucky Luke, Herman Flut. Wir sind Nummer 13. Ha, da muss das Glück uns hold sein. Die 13 war immer meine Glückszahl und Sie hatten das Glück, mich zu treffen. Haben Sie auch einen Ralph No Way auf Ihrer Teilnehmerliste? Nein, tut mir leid, steht nicht drauf. Der Wettbewerb wird in Kürze beginnen. Begeben Sie sich auf die Südseite des Ortes. Schön brav sein, Jolly. Bis später. Ich möchte sehen, was er sagt, wenn ich ihn mit 30 Cowboys zusammenfärche und mich amüsieren gehe. Jedes Team braucht einen Anführer. Ich denke, aufgrund meiner Erfahrung und meiner inneren Werte bin ich wie geboren für den Job, ne? Oh. Stopp, lieber Freund. Ich nehme an den Wettbewerben nur teil, weil ich hoffe, hier No Way zu erwischen. Der wird versuchen, mit dem Preisgeld durchzubrennen. Also halten Sie um Himmels Willen die Klappe! Wie wär's mit 64%? Meine lieben Trapper, Abgeordnete des Waldes, Männer der Wildnis, willkommen in Skin City. Hiermit erkläre ich den Wettbewerb für eröffnet. Und mögen die Besten gewinnen, Männer, und sie dann mit nach Hause nehmen, die $10,000. Kommen wir also zu Nummer 1. Witterung aufnehmen. Ein Biber. Wiesel. Wiesel. Das ist ein Waschbär. Ja, von wegen. Ihr haltet einen leeren Käfig hoch. Stinkt hier. 5,5 Jahre. Wettkampf Nummer 2. Holt einen Marder aus dem Bau. Er ist da rein verbracht worden. Es darf höchstens eine Minute dauern, bis das Tier gefangen worden ist, ohne Gebrauch der Hände. Hast du es immer noch nicht? Die Minute ist gleich rum. Ist offen. 21 Sekunden für die Flanagan-Brüder. Diese Amateure. Dann werden Sie denen wohl zeigen, wie ein Profi das macht, stimmt's? Aua, lass los, lass los! 15,2 Sekunden, das ist absolut neuer Rekord. Wir wären jetzt bei Nummer 3, der Fichtenwipfel. Diese drei Stämme wurden 6 Monate lang mit Schmierseife eingerieben. Die ersten 2 Teams, die es bis in den Fichtenwipfel schaffen, werden ins Finale kommen. Können Sie mir verraten, wie wir darauf kommen? Oh, Vorsicht, Herman! Eine Klapperschlange! Ah!
Nur 51 Hundertstel Sekunden. Das unterbietet den Weltrekord. Und jetzt kommt das, worauf wir allesamt schon mit Spannung warten. Die Hauptattraktion. Jetzt geht's rund. Jetzt tanzt der Bär. Halt mal ab. No way. Wo versteckst du dich, du Halunke? Was hast du vor? Ich darf Sie beglückwünschen, meine Herren. Sie haben es ins Finale geschafft. Ihre erfolgreichen Gegner, die Flanagan-Brüder, stehen zurzeit bei 2 Minuten und 13 Sekunden. Wird nicht einfach sein, das zu toppen. Macht euch auf was gefasst, Jungs. Seit 6 Monaten hat das Vieh nichts anderes mehr als Salat zu fressen gekriegt. Oh je. Meine Herren, auf die Plätze. Machen Sie das. Ich bin mit 50-50 einverstanden. Das ist der alte Held. Vielleicht ich, aber der Cowboy. Mami! Carmen, stopp! Stopp! Ich sage los und Sie springen auf das Ende des Stammes. Ja, aber... Los! Einheimsen, diese ewige Angeberei geht einen auf den Keks. Mami! Komm, lass uns wetten! 50 Dollar auf den Bär! Was? Ich setz auf den Alten! Was passiert? 10 Riesenfeuerschreie, steuerfrei! Was ist los? Was denn der Wunsch wieder, ey? Der schon wieder! Das kann doch nicht wahr sein! Der gute alte Lucky Luke trifft plötzlich nicht! Nanu? Nehmen Sie die Brille freiwillig ab oder soll ich sie runterschießen? Mr. Luke! Wo bleiben Sie denn nur? Sie beide sind nicht nur als Sieger aus dem Wettbewerb hervorgegangen, sie haben unser geliebtes Montana auch von dem schlimmsten Halunken befreit, der das Land fest im Griff hatte. Wir werden die Prozente neu regeln müssen. Schließlich habe ich den Schuft der K.O. geschlagen. Da sind sie ja, diese hinterlistigen Schweinehunde. Die beiden sind schuld daran, dass wir uns nicht rechtzeitig für den Wettbewerb anmelden konnten. Meine beiden Jungs hätten ihn hundertprozentig gewonnen, so wahr ich Papa Stinktier bin. Und unsere Hütte haben sie auch im Brand gesteckt. Bitte beruhigen Sie sich, mein Partner wird für den Schaden gern aufkommen. 5000 Dollar, ja? Die soll ich? Oh, das ist aber mehr als anständig von Ihnen. 5000 oder Sie sind Bärenfutter. Überlegen Sie nicht lange, Sie bekommen meine 5000 ja auch. Legen Sie sie gut an. Als Trapper werden Sie auf keinen grünen Zweig kommen. Ich überlege es mir. Auf in den Saloon. Mein Freund will für die ganze Stadt eine Runde schmeißen. Das wusste ich ja gar nicht. Lang lebe Norway! Verrückt, das ist doch der Gangster! Na gut, nieder mit Norway. Hoch lebe Lucky! Oh, wie buschscharf wird meine Rache sein. Ich meine, wie furchtbar wird meine Rache sein. Wirst du schon sehen. Eigentlich könnten wir doch jetzt unterwegs Ihren Sprachschwierigkeiten schon ein bisschen zu Leibe rücken. Sprechen Sie mir nach. Fischers Fritze fischt frische Fische. Der Potsdamer Postkutscher putzt den Potsdamer Postkutschkasten. Und
dann habe ich dem Bären eins aufs Maul gehauen und er ging zu Boden wie ein gefällter Baum. Und so rettete ich das Leben des berühmten Lucky Luke. Die 27. Wiederholung können wir dann zusammen singen. Sagen Sie mir jetzt lieber mal, wie mir die Waschbärenfellmütze steht. Ich würde sagen, einem Waschbären könnte sie nicht besser stehen. I'm a poor lonesome cowboy. Durch seinen weißen Hut bekannt. Wer ist das, der da reitet? Wenn's im wilden Westen kracht, ist er es, der als letzter lacht. So schnell wie er zieht nämlich keiner. Er trifft hier nirgends eine Person. Nie ist jemand am Telefon. Für unseren Cowboy arm und einsam. Vor niemandem fürchtet sich der Mann. Wovon der Dortenplan ein Liedchen singen kann. An ihn kommt keiner ran. Ja, ja, ja! Schon wieder eine Eingabe von dem Gefängnis, in dem die Dortons einsitzen, mit der Bitte um sofortige Verlegung der vier. Legen Sie das wie gewöhnlich ab auf dem Formblatt, das wir dafür benutzen. Sehr wohl, Herr Unterstaatssekretär. Das wäre dann das Formular 8047G. Nein, ich bitte um Vergebung. Das korrekte Formular ist 1483D. Schön, was auch immer. Da muss es Ihnen ja mal sagen. Sie sollten wissen, dass die Abteilung mit dem genialen Zahlensystem, das Sie da entwickelt haben, die größten Schwierigkeiten hat. Oh. Ja, Jones, kommen Sie rein. Jones, ich erhalte soeben die Antwort Washingtons auf meine Bitte, die Verlegung der vier Daltons betreffend. Wir teilen Ihnen mit, dass Joe, William, Jack und Everell Dalton bereits verstorben sind. Beachten Sie bitte Formular 87 Absatz B. Jetzt komm, reg dich wieder ab, Joe. Ist ja wirklich nicht auszuhalten, das Geschrei. Dafür, dass sie schon tot sind, wirken sie ziemlich lebendig, finden Sie nicht auch? In der Tat. Aber wem trauen wir mehr? Unseren Augen oder einem amtlichen Schreiben mit Brief und Unterschrift? So betrachtet kann ich nur sagen, meine Augen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Dann wären wir uns ja einig. Räumen Sie auf der Stelle die Zelle. Entschuldigung, aber was machen wir mit den Leichen? Moment mal, was ist denn jetzt los? Hey, ich bin doch noch gar nicht mit meinem Stein fertig. 3 Wochen habe ich ihn nun derart liebevoll bearbeitet. Hm? Oh, da bist du ja, mein Stein. Bist du ein Trottel? Hey, aufmachen da drin! Ich erwarte eine Erklärung, ich höchstpersönlich! Uns hat soeben die Verlautbarung erreicht, dass ihr vier verstorben seid und Tote haben im Gefängnis nun mal nichts zu suchen. Habt ihr gehört, wir sind tot? Hä? Oh Gott, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Egal, was passiert, wir sind immer die Letzten, die es erfahren. Was ist los? Warum sagt ihr nichts? Ich verlasse das Gefängnis, wenn ich will und wann ich will. Halt faul und gewöhn dich dran, dass du tot bist. Verstanden, tot. Alles hätte ich erwartet, aber das doch nicht. Sag mal, und wir sind ganz wirklich tot, Joe? Ich hab keine Ahnung. Aber frei sind wir. Ich muss sagen, wenn ich schon frei bin, dann doch lieber lebendig als tot, Joe. Ich verstehe überhaupt nichts. Wer ist tot? Hier steht's schwarz auf weiß, die Dortons tot, nichts mehr zu befürchten von den Halunken. Das hab ich jetzt nicht gesehen, aber...
Der Unterstaatssekretär persönlich bestätigt das Ableben der Kriminellen. Offiziell wurde die Todesursache zwar noch nicht bekannt gegeben. Angeblich sind sie an einer Blinddarmentzündung verschieden. Der muss bescheuert sein. Der bezahlt für Papier, auf den schon ein anderer was draufgeschrieben hat. Jetzt wird's ganz schön langweilig für dich werden. Dass allesamt an akuter Blinddarmentzündung gestorben sein sollen und zur selben Zeit. Ich sterbe vor Hunger. Halt die Klappe, Everell. Und lutsch weiter an deinem Stein, alberner Klops. Da kommt eine Postkutsche. Gleich werden wir wieder bewaffnet sein. Und haben Pferde. Und vor allem Geld. Und was zu spachteln. Das sind ja die Daltons. Unmöglich. Hier steht geschrieben, dass die vier gestorben sind. Als wir noch lebendig waren, lief das sehr viel besser. Da haben wir doch immer die Beute bekommen, bevor sie weggelaufen sind. Wir sind tot. Wir sind tot. Wir sind tot. Was gibt's da zu lachen? Wenn alle glauben, dass wir tot sind, bedeutet das, dass Lucky Luke uns nicht mehr verhaften kann. Ihr habt doch gehört, was der Wärter gesagt hat. Ein Gefängnis ist nicht der rechte Ort für Tote. Tote gehören nämlich auf den Friedhof. Averill, halt du die Klappe. Wir werden noch eine Weile tot bleiben, aber uns nicht auf die faule Haut legen. Was können Tote schon unternehmen? Extrablatt, die Geister der vier Dortens rauben die Bank in Likalch aus. Wo steht das? Das gefällt mir viel besser. Dann wollen wir uns die vier Geister doch mal aus der Nähe betrachten. Wie du willst, Cowboy, aber wäre es zu viel verlangt, wenn ich dich bitte, dass wir diesen blöden Köter hier lassen? Hey, habt ihr schon gesehen? Ich kann Männchen machen und betteln. Dabei müssen die Vorderpfoten in der Luft sein, nicht dein Schwanz, du Trottel. Schon gut, ich weiß, dass du mich bewunderst. Hab's immer gewusst. Ich bin gespannt, wo wir die vier Verblichenen aufstöbern. Es ist äußerst wichtig, Verblichene nicht mit Geistern oder Phantomen zu verwechseln. Sie sind Lucky Luke, nicht wahr? Ich bin Irina Blablaski, Präsidentin des Geister-Wohltätigkeitsvereins und Medium. Angenehm, Ma'am. Freut mich, Sie kennenzulernen. Gertrude hat mich wissen lassen, dass sie vorhaben, die Geister der Daltons aufzuspüren. Und wer ist Gertrude? Der Geist einer Wikingerkönigin, der sich vor Jahren meines linken Beines bemächtigt hat. Wenn das Bein zu zucken und zu tanzen beginnt, ist das ein sicheres Zeichen dafür, dass Gertrude mir etwas Wichtiges sagen will. Ihr Revolver nutzt ihnen bei der Verfolgung von Geistern gar nichts. Dazu taugt eine Rassel mit übernatürlichen Kräften. Nur sie setzt die Untoten außer Gefecht. Mhm. Ich drehe meine Rassel einfach und zwinge dadurch, die Geister stillzuhalten, während ich sie fotografiere. Es ist im Grunde ein Kinderspiel. Die Geister dürfen sich 9 Minuten lang nicht bewegen, weil sonst die Fotos unscharf werden. Damit könnte ich die skeptische Welt niemals davon überzeugen, dass es so etwas wie Spuk und Geister tatsächlich gibt. Hey, treiben Sie mir nicht davon! Warum bitten wir das Gefängnis nicht, dass sie uns unsere Ketten wiedergeben? Untote schleppen die mit sich rum? Du klingst mal wieder wie ein Hirntoter. Ist dir auch aufgefallen, dass keiner vor uns Angst hat, Joe? Was soll das denn? Ihr seid ein bisschen früh dran, Jungs. Halloween ist doch erst in 3 Monaten. Wenn die Daltons wollen, dass morgen Halloween ist, ist morgen Halloween. Ja, und außerdem habe ich mal gehört, dass Halloween... Halt die Klappe, Avril! Das können nur die Geister der Daltons sein. Na endlich. Auf zur Bank! Yippie! Sie glauben nicht an Geister, die Banken überfallen, nein. Das sollten sie aber. Untote tun nämlich oft dasselbe, was sie schon im Leben getan haben. Hören Sie, meine Dame, ich beabsichtige, die Daltons wieder einzufangen. Es ist mir egal, ob tot oder lebendig. Dazu werden Sie meine Hilfe brauchen. Das meint Gertrude auch, wie Sie sehen. Wie lange wollen Sie mich denn noch hier liegen lassen? Aua, aua, autsch. Lassen Sie mich los. Aua. Pete, du gehst jetzt und besorgst einen Strick und du suchst inzwischen einen kräftigen Baum. Oh, da kommt dieser Spielverderber Lucky Luke. Da wird's wohl für heute mit der Lynchjustiz nichts. Was geht hier vor, hm? Na, wir waren hier beim Brandzeichen verpassen. Da taucht diese Turbanschwuchtel auf. Beschmutzen Sie bitte nicht meine Ehre als Hindu, nein? Er sagt, unsere Vorfahren wären alle Kühe gewesen. Unsinn. Ich habe Sie nur gebeten, Rindern kein Leid zuzufügen, weil Sie doch die Reinkarnation Ihrer Vorfahren sind. Dann hat er sich Bobs Brandeisen geschnappt und ihm den Hintern gebrannt, Mann. Oh.
Das war nicht ich, das war Vishnu, der in dem Moment in mich... Meister, oh Meister, endlich habe ich dich gefunden. Wie viele Berge habe ich erklommen und Meere durchschwommen, immer hoffend auf diesen Tag. Ich würde gerne mit dir Ball spielen, aber ich habe leider keinen. Oh, gelobt sei Shiri de Shambara, dein heiliger Name. Nie mehr weiche ich von deiner Seite. Sind Sie immer noch dafür, dass wir ihn nicht aufhängen? Wir sind tot, noch furchteinflößender als lebendig. Die Leute schießen nicht bei mir auf uns. Trotzdem hätte unser Hausidiot Averill uns fast reingeritten. Ich hatte mal in einem Buch gelesen, dass Geister durch die Wand gehen können. Ja, Mingui. Ja, Mingui. Gertrude hat mich soeben wissen lassen, dass dieser Hindu negative magnetische Wellen aussendet. Vishnu, Meister, offenbar mir doch endlich die absolute Wahrheit. Oh, Meister, bitte sag doch was. Wag es ja nicht, nach meinem Knochen zu greifen. Gertrude hätte Ihnen besser gesagt, dass Sie auf einem Ameisenhaufen sitzen. Weg da! Mir scheint, dass Sie an negative magnetische Wellen auch nicht glauben wollen. Ganz im Gegenteil zu mir. Ich weiß jetzt, weshalb wir all die Verrückten der Welt magisch anziehen. Hört ihr mich, Männer? Gerade kommen wieder ein paar Verrückte in die Stadt. Da gibt's doch endlich wieder was zum Teeren und Federn. Gertrude bittet mich zu glauben, dass die Geister, die wir suchen, nicht hier sind. Aber sie werden kommen. Paradies City hat nicht bloß einen hübschen Namen, sondern auch die einzige Bank, die bis jetzt noch nicht überfallen wurde. Meister, ich flehe euch an, schenkt mir Erleuchtung. Nein, du kriegst meinen Knochen nicht. Weshalb sind Sie so eine übellaunige Person? Das ist schlecht fürs Karma. Ich meine, Sie tragen ein bisschen dick auf, Barasa. Sie wohl nicht mit Ihrer Wikinger-Trode im Bein. Schweigen Sie! Statt uns gegenseitig zu zerfleischen, sollten wir die Millionen lieber teilen, finden Sie nicht? Haben Sie denn einen Plan? Verhindern Sie, dass Lucky Luke die Daltons verhaftet und ich mache ein Foto von denen. Eine halbe Million für den Geisterwohltätigkeitsverein. Und die zweite halbe Million für die Jünger Vishnus. Aber wie soll ich verhindern, dass der Mensch die Daltons verhaftet? Na, mit einem ihrer Vishnu-Zauber. Natürlich. Ich setze ihn mit meinem Langzeitschlafzauber außer Gefecht. Die Geisternummer ist zum Kotzen langweilig. Da fand ich doch sehr viel besser, als wir noch lebendig waren. Da haben die Leute wenigstens noch mit uns gesprochen. Hast völlig recht. Unsere sozialen Kontakte verkümmern. Okay, okay. Wir werden noch ein bisschen die Sau rauslassen, bevor wir die Bank überfallen. Was essen Gespenster überhaupt, hä? Yong, 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 Vishnu, Vishnu, tralala, yong, yong, yong. Ich wäre fast gestorben vor Durst. Habt ihr das verstanden, Jungs? Gestorben vor Durst. Mann, ich bin ja so witzig. Wenn du das hier unter Sau rauslassen verstehst, können sie von mir aus das Schwein ruhig schlachten. Lucky Luke! Hallo? Ist niemand da? Ist das hier eine Auslegungshalle oder ein Saloon? Du, Joe, ich glaube, der sieht uns überhaupt nicht. Ha! Such es dir aus, mieser Fiesling oder fieser Miesling! Wie es scheint, kann er uns auch nicht hören, Joe. Du bist ein total verwanztes Wanzenschwein, wusstest du das schon? Die Löcher, die dein Wanz gleich hat, werden nicht von Motten stammen. Ich erschieß dich wie einen tollen Hund. Hast du mir überhaupt zugehört? Wie kommt's, dass er uns nicht sehen kann? Ja, was geht hier vor, Joe? Es ist, als ob wir gar nicht da wären. Könnte es sein, dass wir wirklich Geister geworden sind, Joe? Prüfen wir das mit dem Geistergehen durch die Wand-Test. Fertig. Nirgends steht geschrieben, dass das immer funktioniert. Äußerlich wirkt er immer so cool, aber eigentlich ist er doch ein großes Kind. Es hat nicht geklappt. Vermutlich die falsche Position.
Wo ist der Kerl? Hier. Ja! Ich lass mir nicht länger die Pistole aus der Hand schießen. Dabei brechen mir immer die Fingernägel ab. Ich brech dir gleich sämtliche Knochen! Jawohl, das tu ich, lass mich los, ich mach ihn fertig wie noch nie! Also dann, ihr kennt den weiteren Verlauf. Du kannst uns mal am bösen Wort. Wir sind tot, du verstehst? Wir sind so tot, dass sie uns nicht mehr im Gefängnis haben wollten. Wir könnten ja üblen Geruch verbreiten. Ihr redet aber viel dafür, dass ihr tot seid. Jetzt hab ich 6 Arme und 5 Beine. Hilfe! Schön tot bleiben, ich bin gleich wieder da. Schnell, Hilfe! Wickeln Sie mich auf! Ich hab mich verheddert! Und jetzt bitte zwanghaft auf die Rassel geblickt und was vor allem wichtig ist, nicht mehr bewegen! Entschuldigen Sie vielmals! Aua! Natürlich haben Sie sich bewegt, wieder nichts geworden. Nicht so rum, andersrum! Aua! Das gehört doch dahin! Passen Sie doch auf, Sie grobian Sie! Sie wussten, dass sie kommen würden und liefern die Bürger der Stadt den schlimmsten Geistern des Wilden Westen schutzlos aus. Das mit den Geistern stimmt doch gar nicht. Ja, das glauben Sie. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie die sich in einer dichten Rauchwolke auflösten, Luke. Nein, Sie sind im Irrtum. Wir haben sehr wohl mit Geistern zu tun. Was wird denn noch alles passieren? Können Sie uns nicht helfen? Bitte warten Sie, bis ich Gertrude konsultiert habe. Gertrude sagt, sie können sich nur schützen, indem sie eine rote Pfefferschutte in die Hand nehmen, diese hinter den Rücken führen und gegen den Uhrzeigersinn hüpfend die Stadt umrunden. Joe, warum sind wir hierher gekommen? Hier gibt's nichts zu klauen. Eine Geisterstadt ist das perfekte Versteck für eine Geistergang. Du, Joe, ich hab schon öfter von der Stadt hier gehört. Das soll sogar bei Tage spuken. Und wenn nicht, werden wir sofort Abhilfe schaffen. Joe, muss das unbedingt die Stadt sein? Hier kriegen wir nie was zu essen. Ihr hinduistischer Langzeitschlummertrunk wäre, wie man so sagt, ein Schlag ins Wasser. Sie müssen meckern. Sie haben nicht mal ein Foto zustande gekriegt. Ah, verwünschter Tag, wenn ich nur wüsste, wo dieser Lucky Luke steckt. Weshalb sind Sie so versessen darauf, ein Foto von den Daltons zu machen? Aua! Da finde ich nun endlich einen Ball und jetzt hat er keine Lust mehr, mit mir zu spielen. Also bevor er starb, hat Colonel Dave Spencer Davies, Vizepräsident des Geisterwohltätigkeitsvereins und hochgeehrtes Gründungsmitglied der Jünger Vishnus, sein gesamtes nicht unbeträchtliches Vermögen, nämlich genau $1 Million, demjenigen vermacht, dem es gelingen würde, als Erster ein Foto von einem Geist zu machen. Sie werden umdisponieren müssen, Madam. Die Daltons zu fotografieren bringt nichts, da sie ja, wie ich bereits sagte, noch leben. Das würde immerhin erklären, weshalb die Rassel rasselt, aber sie nicht gelähmt hat. Soll es doch bleiben lassen. Ich finde schon jemanden, der mit mir spielt. Das wäre auch zu merkwürdig, wären wir auf Geister aus Fleisch und Blut gestoßen. Hallöchen, Fifi. Möchtest du mit mir spielen? Ja, was denn? Man kann Bälle essen? Warum sagt mir das keiner? Was haben wir alles durchgemacht? Seit 5 Jahren kreuz und quer durchs Land und immer auf der Suche nach Geist. Oh, gleich wird's regnen. Suchen wir Unterschlupf in No Way Gulch. Ist eine Geisterstadt. Dort wird's Ihnen gefallen. Geister, sagten Sie? Ja, Gertrude behauptet auch, dass es da einen Geist gibt. Und da heißt es, hier gibt's nichts zu klauen. Oh, warum haust du mir auf den Kopf? Ich war das nicht, Joe. Du, hör mal, veralbern kann ich mich selber, klar? Das wird Roger gewesen sein. Ein hinterhältiger Poltergeist, ich hab euch gewarnt. Aber ich, mein Lieber, bin kein Poltergeist und ich mach dich fertig, ohne dich zu warnen. Joe, da kommt Lucky Luke. Also, ich kann mich drauf verlassen, dass Sie dafür sorgen, dass der Geist 9 Minuten stillhält, ja? Sonst wird das Foto unscharf. Wenn er nun aber nicht stillhalten will, versuchen Sie mal, einen Geist festzuhalten. Oh, wir kommen gerade recht zum Feuerwerk.
Das ist Averill, er kitzelt mich. Nö, ich war das nicht, das war Roger. Schießt und diskutiert nicht! Okay, ihr Leichen, dieselbe Prozedur wie üblich. Wir warten, bis es aufgehört hat. So toll, wie er glaubt, ist er gar nicht. Er hat 6 Kugeln und wir sind 4. 2 könnten daneben gehen. Oh, die haben sich aber angestrengt. So ein schönes Feuerwerk sieht man selten. Du bist einfach unfähig, du falscher Möchtegern-Hindu, du. Man muss kein Inder sein, um ein Hindu zu werden. Ich habe einen Fernkurs belegt. Womit habe ich das denn verdient? Roger, das war nicht nett von dir. Sag, dass es dir leid tut. Verraten Sie mir doch bitte, mit wem Sie reden. Na, mit Roger. Er steht seitlich neben Ihnen und streckt Ihnen die Zunge raus. So. Mr. Luke, dieser junge Mann hier ist ein Medium. Sie müssen ihn losbinden. Gute Frau, ich bin ein viel besseres Medium. Habe ich recht, Roger? Ach nein, es ist ja Robert. Genau, den Robert, den sehe ich auch. Ich sehe auch Räuber. Die habe ich ja immer um mich. Was haben Sie für ein Glück? Na komm schon, Roger, zeig dich. Die Dame und der Herr wollen dir doch nur einen Laken über den Kopf werfen, damit sie dich fotografieren können. Aha. Hat er was gesagt? Ja, ja. Er sagt, wir sollen weggehen. Er hat Angst vor uns. Aha. Nein, das sollte ein Witz sein. Aber er besteht darauf, dass er 80% vom Erlös der Fotos bekommt. 50! 75! Gut, einverstanden. Okay, ihr Leichen, das Unwetter ist vorbei. Es wird Zeit, dass wir aufbrechen. Du wirst es erleben, Luke. Es gibt kein Gefängnis, das uns aufnehmen wird. Oh, wir gehen nicht ins Gefängnis, Joe. Rantanplan! Und sie sagen immer, dass da ein Vögelchen drin ist. Ist er noch da? Roger, du weißt Bescheid, nicht bewegen. 9 Minuten stillstehen. Ah, da bist du ja. Komm, wir ziehen los. Es stimmt gar nicht. In dem Kasten ist kein Vögelchen. Ja, schon gut. Sie haben gewonnen. Sie leben noch. Und jetzt schaffen Sie sie bitte weg. Wird gemacht, sobald ich Brief und Siegel darauf habe, Herr Staatssekretär. Wieder gibt es Probleme mit den Formularen. Sie werden auf der Stelle die Nummerierung unserer Dokumente überprüfen. Verstanden? Sehr wohl, Herr Staatssekretär. Wie belieben. Ist das was geworden? Wir müssen da leider noch mal ran. Wo steckt Roger? 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 Roger! Oh Mann, Joe, das errätst du nie, wer zu Besuch gekommen ist. I'm a poor lonesome cowboy. Durch seinen weißen Hut bekannt. Wer ist das, der da reitet? Wenn's im wilden Westen kracht, ist er es, der als letzter lacht. So schnell wie er zieht nämlich keiner. Er trifft hier nirgends eine Person. Nie ist jemand am Telefon. Für unseren Cowboy arm und einsam. Vor niemandem fürchtet sich der Mann. Wovon der Dortenplan ein Liedchen singen kann. An ihn kommt keiner ran.
Ich wurde gebeten, meinen Besuch inkognito zu machen. Ich bin Lucky Luke. Ich bin über alles im Bilde, Sir. Mr. Luke ist eingetroffen, Exzellenz! Wie schön, dass Sie so schnell kommen konnten. Wir haben endlich Smiley Peng Peng Laughter dingfest machen können. Den König der Diebe von Nebraska? Wie oft habe ich den schon verhaftet und musste miterleben, wie er mangels Beweisen freigelassen wurde? Oder es fehlten Zeugen? Sehen Sie, und diesmal haben wir einen. Der Fall ist in trockenen Tüchern, glauben Sie es mir. Ein gewisser Professor Oscar Kleinfuß, Wissenschaftler und weltberühmter Schneckenforscher. Er hat ihn dabei beobachtet, wie er einen Kojoten erschossen hat. Wer war das Opfer? Ein Kojote, wie ich soeben sagte. Dummerweise stehen diese Tiere in Kansas unter Naturschutz. Ohne Kojoten würden die Schafe uns sehr bald auffressen. Wenn Kleinfuß gegen diesen Schweinehund aussagt, landet er für 67 Jahre hinter Gittern. Und ich soll diesen kostbaren Zeugen nach St. Bob begleiten? Sie haben es erfasst, und zwar so schnell wie möglich. Es geht nämlich das Gerücht, dass Peng Peng Laughter ein Kopfgeld von $5,000 auf Kleinfuß ausgesetzt hat. Ich mache Sie miteinander bekannt. Kommen Sie, Professor Oscar Kleinfuß. Gott, war ich drauf gespannt, Sie kennenzulernen. Sie gestatten Mini Kleinfuß. Lucky Luke. Mein Mann Oscar. Oscar? Liebling, führ dich bitte nicht so kindisch auf. Oscar, du wirst jetzt deiner Pflicht als Bürger nachkommen und tun, was man von dir verlangt. Ich will aber nicht dorthin. Aber du bist doch zum Helden geboren, mein Herz. Im Ruhmestempel der Nation wird man deinen Namen in Stein meißeln als einen großen Wohltäter der Menschheit, verstehst du? Mr. Luke ist so lieb, uns zu begleiten. Wozu das denn? Sag jetzt bitte nicht, dass dieser magersüchtige Hering uns beschützen soll. Ich werde nicht mitgehen. Aber der Mann ist der berühmteste Schütze des Wilden Westens. Da würde ich doch gern um eine Kostprobe bitten, wenn's Ihnen recht ist. Aber das ist umwerfend, Liebling. Ach, eine $3,000 Präzisionsflinte. Löcher in Münzen schießen kann praktisch jeder. Aber wie steht's mit den Heerscharen von Killern, die auf mich angesetzt worden sind? Jetzt gib schon Ruhe, Oscar. Also. Wir verhelfen der Gerechtigkeit zum Sieg. Was denn, Sie kommen auch mit? Treu dem Versprechen, bis dass der Tod uns scheidet. Es gibt Leute, die sind so verrückt, das gibt's nicht. Ich schlage eine kleine, aber vortreffliche List vor. Mischen Sie sich als Soldaten verkleidet unter das Kavallerieregiment, das gerade nach Fort Bob unterwegs ist. Ich kann gar nicht sagen, wie zuwider mir diese Verkleidung als einer der Soldatesker ist. Mit der Eisenbahn sehr viel schneller als mit den Pferden nach St. Bob. Bleiben Sie ganz ruhig, versuchen Sie nicht aufzufallen. Ich fühle mich elend. Es wimmelt hier drin vermutlich von Bazillen. Ich will wieder heim, sofort. Nehmen Sie das nicht so genau. Im Zug wird ihm immer schlecht. Oscar, ein Held hat nur Schmerzen, wenn ihn eine Kugel durchbohrt hat. Alles okay, Professor? Nein, nichts ist okay. Ich stehe an der Schwelle des Todes mit Ruhr und wahrscheinlich auch Cholera. Kein Wunder bei den Schleimfetzen, die da im Abteil herumschwimmen. Entschuldigung, hier ist doch bestimmt was frei. Oh, Junge, die hat eine Handschrift. Was gibt hier zu lärmen und zu lachen, ne? Achtung, Männer! Ihr wisst, ihr seid nicht zum Spaß in der Armee. Ah, jetzt fühle ich mich schon viel besser. So? Oh, oh. Für diese Frechheit wirst du zur Strafe die Stiefel des gesamten Regiments putzen. Ich mach schon noch einen Soldaten aus dir, du magenkranker Pygmäe. Oh, diese Frechheit. Ich, ein weltberühmter Wissenschaftler, darf die stinkenden Stiefel einer Horde Affen in Uniform putzen. Lass gut sein, du machst das schon. Du weißt doch, es wächst der Mensch an der Schwierigkeit seiner Aufgaben. Ehe der wächst, werden einige Aufgaben zu bewältigen sein. Tut mir leid, aber ich bekomme ihn nicht runter. Du da, hilf ihm! Mann über Bord. Ich denke, wir greifen uns jetzt ganz schnell drei Pferde. Ich bring ihn um, den Kerl! Ich bring ihn um! So, so, die desertieren. Und noch eine. Tu
Tod den Schweinehunden von Deserteuren! So ist es recht, ihr Feiglinge! Desertiert ihr nur! War das jetzt ein Befehl oder was? Tod den Deserteuren! Mir fällt gleich wieder das Essen aus dem Gesicht. Was denn, beim Reiten wird ihm auch schlecht? Wir werden eine Pause machen und das Tempo einfach ein bisschen drosseln. Gemächlicher Trab wird sie nicht so strapazieren wie der Galopp. Ich steig nicht wieder auf den Gaul. Ich sag das schon, ich will nach New York. Ich befinde mich kurz vor dem Ableben mit diesen schrecklichen Soldaten um mich herum, ganz zu schweigen von den Pferden, die ich schon immer hasste. Nein, was für ein eingebildeter Pinsel. Ich ahnte es doch, wie dusselig diese Pferde sind. Zu dumm, eine Schnecke zu fangen, sind sie. Los, in Deckung! Ergebt euch, Deserteure! Lasst die Waffen fallen! Na los! Worauf wartest du? Verteidige uns! Zeig allen, dass du ein Held bist! Aber du liegst mal wieder voll daneben! Ich bin weit davon entfernt, ein Held zu sein! Und ich habe auch nicht vor, einer zu werden! Da, nimm! Dieses schreckliche Ding! Oscar, bitte enttäusch mich nicht, oder du bereust es! Schieß schon! Es hat mich gezwickt, Schatz. Ach, kümmern Sie sich um Ihren Schwerverwundeten. Ich gebe uns Feuerschutz. Aye, aye, Sir. Ich sehe, wo du dich verschanzt hast, Deserteur! Wir nehmen die Abkürzung durch die Wüste. Wir meiden besser die Ortschaften, wo Killer auf uns warten könnten. Und unsere Spuren verwischen wir mit einem Uralt-Trick der Indianer. Wir ziehen Zweige hinter uns her. Wie aufregend. Ja, aber ich nahm an, wir würden zumindest in einem guten Hotel absteigen. Wir schlafen im Freien und decken uns mit dem sternenübersäten Himmel zu. Ich schwitze, ich hab Hunger, bin erschöpft und mein Hintern tut mir weh. Sie sind wüstenkrank. Das kommt vor. Wir werden in dieser verwünschten Wüste gewiss umkommen. Die Geier werden uns runterwürgen, noch bevor wir erkaltet sind. Und ich werde meine geliebten Schnecken mit ihren geliebten Triefäuglein nie wiedersehen. Ich reite zurück nach New York. Oscar, was bist du für ein Waschlappen? Keinen Funken Zivilcourage. Außerdem werden Sie Lanky und diesem Schreihals von Leutnant direkt in die Arme reiten. Flüchtige hinterlassen in der Wildnis immer irgendwelche Spuren. Man kann sie sehen oder hören, manchmal sogar riechen. Wenn man in New York jemanden sucht, fragt man sich zu ihm durch. Ah! Hinterhältige Feiglinge, zeigt euch endlich! Hättest du dir je vorstellen können, dass wir auf dem Rücken von Pferden die Wüste durchqueren, wie einst Samson und Dalila? Dass uns Mörder auf den Fersen sitzen und ein berühmter Cowboy uns Geleitschutz gibt? Einsamer Cowboy. Hör auf, ich hab schon Albträume genug. Oh, was ist das? Ja! 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 Hier eine Schnecke! An solch einem unwirtlichen Ort einfach unglaublich! Eine Schnecke braucht mindestens 80% Luftfeuchtigkeit, um zu überleben. Das hier muss sowas wie ein Mutant sein. Apropos Schnecken, wir sollten ein bisschen aufs Tempo drücken. Tapferes kleines Kerlchen. Ich gebe dir den Namen Abarticus Schneckus Kleinfusius Wüstikus. Na, aber klar doch der abgelutschte Indianertrick. Die Zweige wurden vor einer knappen Stunde abgeschnitten und haben die Spuren von drei Pferden verwischen sollen. Die haben nicht mit mir gerechnet. Schön wär's gewesen. Nur ein Idiot würde Pferdeäppel nicht riechen, wenn er sie sieht.
Pferd oder Büffel? Das ist wie bei Pilzen. Wo einer ist, gibt's noch mehr. Wir verschwenden hier unnötig Zeit, während sie doch in akuter Gefahr sind. Das ist egal. Diese Entdeckung ist wichtiger als alles andere auf der Welt, selbst ich. Die Wissenschaft ist schon ein Abenteuer. In diesem Punkt stimme ich meinem Mann zu. Oft überkommt auch mich Begeisterung dafür. Keine Bewegung, elende Deserteure! Wir sind keine Untergebenen, Lieutenant. Hören Sie, wir gehören nicht zu Ihren Männern. Ich bin Lucky Luke, momentan für die Regierung unterwegs, in geheimer Mission. Und ich bin auf dem Planeten Pluto. Ist das wirklich so? Wir müssen weiter nach St. Bob. Das ist lebenswichtig. Ihr kehrt sofort in die Quartiere zurück, sonst kommt ihr vors Kriegsgericht, wo ihr standrechtlich erschossen werdet. Seht doch, da ist noch eine. So was Dummes ist nur ein Stein. Endlich ein Hinweis, der was taugt. Desertion, die Weigerung, sich erschießen zu lassen, plus Fesselung eines Offiziers. Ihr werdet auf jeden Fall noch erschossen und ich sorge dafür, dass es möglichst von hinten geschieht und an den Füßen aufgehängt. Alles klar, ich will es mir merken. Bloß gut, dass ich nicht zu viel gefrühstückt habe. Was will der denn wieder hier? Noch ein Deserteur! Was? Ergeben Sie sich, Sie stehen unter Arrest! Von mir aus kämpfen Sie auch um Ihre Freiheit! Abgesessen, Sie Feigling! Wie können Sie es wagen, wegzuhauen? Na, warten Sie, wir sprechen uns noch! Feiglinge, nichts als Feiglinge! Diese kleinen Wolken sind ein einzigartiges meteorologisches Phänomen. Das sind Rauchsignale, die unser Kommen ankündigen, Professor. Wir sind bei den Indianern. Wilde Indianer? Die werden uns doch nicht auffressen. Unsinn, die sind keine Menschenfresser. Und die mit der trüben Birne sind ausgesprochen friedlich, Madam. Aber um gar nicht erst kriegerische Gelüste aufkommen zu lassen, machen wir einen Umweg über Almost Gulch. Dort werden wir uns auch mit frischem Wasser versorgen. Wartet es nur ab! Ich mache euch alle fix und fertig! Jawohl, alle! Ja! Bald hat euch die gerechte Strafe ereilt! Ah, da sind ja schon die Ställe. Dann kann die Stadt nicht mehr weit sein. Das ist die Stadt, Oscar. Sie warten besser hier. Unter den Gästen gibt's verdammt viele Raubeine. Das kenne ich. Oscar ist auch ein ganz schönes Raubein, wenn er will. Na, zeig Mr. Luke mal dein Raubeingesicht. Donnerwetter. Sag mal, wofür halten die 30 eigentlich? Für ganz große Nummern, was? Eine Limonade bitte und die hier bitte füllen. Und für mich ein Glas Lebertran, wenn Sie den haben. Himmel, was für ein Gestank. Das sollten auch Sie hier wissen. Reinlichkeit ist keine Frage der Mittel, sondern der Würde. Ich bin dafür, dass wir sie teeren und federn und so unsere Stadt wieder säubern. Teeren und federn ist immer gut. Ich hab damit nichts zu tun. Ich komme aus New York. Kommen Sie. Ich sag's ja immer, Schwein muss man haben. Ich will hier nur mein Pferd tränken und dann läufst du mir in die Arme. Komm her zu mir, Kleinfuß, es sei denn, du möchtest gerne Witwer werden. Wenn ich Ihnen gehorche, machen Sie bestimmt Sie zur Witwe. Ein echtes Dilemma. Hey, du da, die gehören uns schon. Oh nein, ich bin bereits seit New York hinter den beiden her. Ich frag mich doch wirklich, weshalb ich überhaupt mit dir rede. Ihr gehört doch allesamt geteert und gefedert. Und allen Deserteuren! Ja! Nur her! Ich nehme es mit euch allen! Auf! Ich mache euch fertig! Um nicht zu spät zu dem Prozess zu kommen und um unsere Verfolger abzuschütteln, reiten wir durchs Land der Indianer, ohne zu viel Aufmerksamkeit zu erregen. Wenn Sie diese Indianer friedlich nennen, möchte ich aber keinen kriegerischen Stämmen begegnen. Dafür gibt es sicher eine Erklärung. Ich werde mal mit dem Häuptling reden. Die sehen sehr hungrig aus. Sehen Sie doch! Ab Artikus, Schneckus, Kleinfusius, Wüstikus! Da die Schnecken lieben, können sie unmöglich böse sein. Häuptling Buckliger Biber. Drei Bleichgesichter gefangen auf unserem Territorium. In Ordnung, treib hier! Was ist denn passiert? Ihr lebt doch sonst in Frieden mit dem weißen Mann. Wir leisten uns, ihm verschroben zu sein. Ich denke, wir werden uns einig. Hä?
Haben Sie sich vielleicht über etwas ärgern müssen? Mir können Sie alles sagen. Der große Jujube, unser heiliges Tier, ist ja so, so krank. Kein Zweifel, ein klein Fusius Mysticus. Großer Jujube hat den Verstand verloren. Nie ist er so hin und her geflitzt wie eben. Das bedeutet Kummer für uns. Und der Schamane kann nicht mehr die Zukunft aus seiner Schleimspur lesen. Er beherbergt einen Parasiten. Ich kann ihn operieren. Der kleine Mann mit den Glasaugen ist ein großer weißer Medizinmann. Er macht gewiss euren Jujube gesund. Ah, schwärmt hier nicht rum. Skalpiert sie. Wartet einen Moment. Seht ihr, die hier hat er in der Wüste gefunden. Halb tot. Er hat sie gesund gemacht. Oh. Na gut, kleiner Mann wird großen Jujube wieder zum Schleim bringen. Aber wehe nicht. Dann ist der Ofen aus. Aber ich habe doch nicht mal ein Skalpell dabei. Dann werden sie eben improvisieren. Das ist unsere einzige Chance. Pinzette! So, jetzt mach den Einschnitt. Nein, nicht da. Mehr nach rechts. Schnell. Gut. Topfer. Sie produziert viel Schleim. Ach was, das ist mein Schweiß. Tomahawk! Säbel! Hammer! Schaufel! Ja, gut so. Ein Schnitt erweitern. Nicht, dass er uns das Haus verliert. Schnell! Tupfer! Mini! Jetzt sehe ich den Parasiten. Nein, ich sehe ihn nicht. Doch, ich sehe ihn. Klar, da ist er. Und eliminiert. Mach du weiter, Mini. Du machst kleinere Stiche. Bald schleimt er wieder. Medizinmann! Dank dir können trübe Birnen wieder in die Zukunft sehen. Ich sehe eine lange gewundene Schleimspur vor mir. Gefiederter Mann kundschaftet Territorium von trüben Birnen aus. Quatsch, ich bin im Grunde hinter drei Bleichgesichtern her. Einem kleinen, einem großen und einer üppigen Blondine. Freund oder Feind, hä? Wieso? Freund? Gefällt mir, alter Freund. Eine schleimige Schnecke. Weg mit dir. Hab ich was Falsches gesagt? Saint Bob, dem Himmel sei Dank. So schnell schon da? In das Haus mit den Säulen müssen wir. Ich trenne nur noch 150 Meter vom Heldentum, Oscar. Wenn nur keine posthume Ehrung daraus wird. Ja! Wie haben Sie das gemacht, hä? Mit Heldenmut. Das darf doch nicht wahr sein! Na, der scheint mir aber ganz schön zu schwächeln. Sorgen Sie dafür, dass wir möglichst schnell anfangen können. Am besten sofort, ja? Es wird höchste Zeit. Ruhe im Gerichtssaal! Zu meiner Linken der Angeklagte Smiley Peng Peng Lafter. Ruhe im Saal! Hier haben wir den Zeugen Professor Oscar Kleinfuß. Entweder wird hier jetzt Ruhe oder ich sehe mich gezwungen, den Saal zu räumen. Ich bitte nunmehr Oscar Kleinfuß in den Zeugenstand. Würden Sie uns jetzt bitte sagen, was Sie gesehen haben? Sie meinen mich, aber naja, nichts habe ich gesehen. Sie sehen es ja selbst. Ich bin fast blind, bin ich. Oscar! Du tapfer drauf los. Dann frage ich Sie, ist Ihnen der Angeklagte Mr. Lofter bekannt? Haben Sie ihn schon mal gesehen?
Ja, ich glaube schon, es könnte gut sein. Sie haben ihn also gesehen, oder? Ich sagte eben schon, es wäre möglich. Ja. Sehr schön. Und was tat er da? Ja, so war's. Ich hab gesehen, wie er einen Kojoten erschossen hat. Aber es war ja vielleicht nur ein Versehen. Zweite Laufter verurteilt zu 67 Jahren Haft. Schafft ihn fort. Daran bist du schuld, du Vollidiot, du. Ich setze ein Kopfgeld von $20,000 auf dich aus, damit du's weißt, Lecky. Was? Bitte sei mir nicht böse. Du bist über dich hinausgewachsen. Ein zweiter David, der Goliath besiegt hat. Nun, mein Schatz, nachdem dieser unheimliche Druck von mir genommen ist, können wir uns doch wieder den wichtigeren Dingen des Lebens zuwenden, nicht wahr? Ich denke da vor allem an kleinen Fusius Wystikus. Ja, mein kleiner Brummbär, wir tun alles, was du willst. Hör auf! Oskar, habe ich was Falsches gesagt? Mit diesem Brummbär-Getue, mit Herzblatt und so weiter ist jetzt Schluss. Du hast selbst festgestellt, dass ich ein Held bin. Habe ich nicht recht, Mr. Luke? Ja, wo ist er denn hin? I'm a poor lonesome cowboy. Durch seinen weißen Hut bekannt. Wer ist das, der da reitet? Wenn's im wilden Westen kracht, ist er es, der als letzter lacht. So schnell wie er zieht nämlich keiner. Er trifft hier nirgends eine Person. Nie ist jemand am Telefon. Für unseren Cowboy, arm und einsam. Vor niemandem fürchtet sich der Mann. Wovon der Dortenplaner ein Liedchen singen kann. An ihn kommt keiner ran. Dreimal dürft ihr raten, wer schon wieder getürmt ist. Was für ein Glück, dass die vergessen haben, nach dem letzten Ausbruch den Tunnel wieder aufzufüllen. Das ist der 107. Fluchtversuch, Joe. Der 109. Du zählst das mit, wo sie uns haben laufen lassen. Ich bin der mit dem guten Gedächtnis, kapiert. Und wenn ich sage 109, dann... Ein Pferd! Da kommt einer! Das kann doch nicht Lucky Luke sein. Wir sind kaum zur Tür raus. Er kommt daher, wo wir hinwollen. Das weiß ich selber, du Obertrottel. Wenn er uns schnappt, habe ich aber recht mit dem 107. Mal. Halt die Klappe, Avril! Banditen sind hinter mir her. Sie wollen mir mein Baby wegnehmen. Ich locke sie auf eine falsche Fährte. Kümmert ihr euch um den Kleinen? Aber ich bin Joe Dalton. Na wunderbar, alle fürchten sich vor euch. Niemand könnte mein Kind besser beschützen. Ja! Hey, ich bin ein schlimmer Finger. Ich könnte deinem Kind was antun. So einen kleinen Popel Joe Dalton anzuvertrauen. Also echt, die Person hat Nerven. Ein Baby, Jungs, ein echtes Baby. Werden wir es behalten, Joe? Das fehlte noch. Werft es den Geiern zum Fraß vor. Mach was, dass es mit dem Gebrüll aufhört, schnell! Du scheinst ein glückliches Händchen für Babys zu haben, Joe. Kille, Kille, wo ist der Süße? Oh. Hier ist ein Verkehr. Runter! Sieht aus, als wären sie nach rechts abgebogen. Hinterher!
soll ich dir was sagen, Joe? Das Baby mag dich. Dank dem lieben Gott, dass ich im Moment keine freie Hand habe. Dieses Gebrüll macht einen ja echt mürbe. Und wenn man bedenkt, dass Leute diese Nervensägen freiwillig produzieren. Das ist nun das 107. Mal. Da irrst du dich, das 109. Will ihn nicht mal einer nehmen? Aber er will uns doch nicht. Er will immer nur zu dir. Weißt du, er muss vermutlich gezähmt werden, wie man das mit weißen Mäusen macht. Dann fang schon mal an. Tut mir leid, ich habe keinen Käse dabei. Soll ich euch sagen, was mir eben eingefallen ist? Ma hat immer gesagt, Kinder sind nicht als eine furchtbare Belastung. Und jetzt versuchen wir, den Knirps zu überrumpeln. Auf geht's, kommt, los doch los! Worauf wartet ihr denn noch? Kommt! Aber Joe, du bist grausam! Ja, und wenn schon! Manchmal geht's im Leben nur mit Grausamkeit. Also, ich denke mal, die Mutter wird sich bald bei uns melden. Nein, auf keinen Fall. Das ist aber nicht in Ordnung, Joe. Ein wie Lucky Luke umzubringen, das wäre in Ordnung. Aber ein Baby? Nee, das macht man nicht. Das ist nicht nett. Alles, was recht ist, Joe. Ein Baby in der prallen Sonne mit den Kojoten. Was bist du für eine Rabenmutter? Bei der nächsten Kirche, die kommt, wird das Krachscheit auf die Stufen gelegt. Eine Farm ist ja noch viel besser. Wo ist das Baby? Spuck's aus! Ihr werdet's niemals finden. Ich sage kein Wort und wenn ihr mich foltert... Ich würde sagen, das warten wir ab. Worauf willst du warten, Kumpel? Wir werden ihn finden. Er kann nicht weit weg sein. Und du kannst hier verhungern und verdursten, bis die Kojoten dich finden. Das wird dem eine Lehre sein. Wofür eine Lehre? Verstehe ich nicht. Na, damit sie endlich redet, wenn wir ihn bis morgen nicht selber gefunden haben. Wir sind einfache Farmer und lieben das Leben. Eigentlich haben wir alles. Uns fehlt nicht zum Glück. Stimmt's, Candy? Oh, ich hoffe ja immer noch, dass Gott der Herr uns ein Kind schenken möge. Mitten zwischen dem Blumenkohl, damit's möglichst natürlich aussieht. Wenn ich bedenke, dass wir auch mal so liebreizende Babys gewesen sind. Und nun auf zur Bank! Wieso quieken die Schweine denn so? Du musst nicht traurig sein, Joe. Wir haben zwar kein Baby mehr, aber dafür zwei saftige Schinken. Warum soll ich traurig sein? Die scheinen hier Pause gemacht zu haben und sind dann weitergeritten nach dort. Die Daltons kommen und die Daltons gehen. Candy, sieh doch mal, welch ein Geschenk uns der Himmel gemacht hat. Oh, es ist ein Baby! Der lag auf dem Blumenkohl. So funktioniert das also. Wir haben das all die Jahre falsch gemacht, Schatz. Hutschi-kutschi-kiki! Noch nicht fertig, Joe? Nein, es muss noch ein bisschen schmoren. Wisst ihr, was ich mich frage? Weshalb die hinter dem Baby her sind? Da geht es um Geld. Darauf kannst du Gift nehmen. Richtig. Vielleicht ist das Kind ja ein Vermögen wert. Weiß der Henker und der Windelpuper ist millionenschwer. Wir holen ihn sofort zurück. Da ist was faul. Ich habe noch nie erlebt, dass die nicht schnurstracks die nächste Bank überfallen. Nicht mein Baby, nein, mein kleines Schätzchen. Verflucht sollt ihr sein bis ans Ende eurer Tage. Tu was, Monty, hol's mir wieder rasch. Jetzt haben sie auch noch vergessen, das Fläschchen mitzunehmen. Wer ein Omelett backen will, muss erstmal den Hühnerstall plündern. Ich meine ja, sie hat das Kind jemandem übergeben. Wie kommst du drauf? Weil jemand mit 3 Monaten noch nicht querfeldein durch die Gegend wandern kann. Und wieso nicht? Jetzt müssen wir nur noch wissen, wer hinter dem Baby her ist. Die Daltons haben ihr Baby entführt? Verlangen sie Lösegeld? Nein, es ist ja alles so schrecklich. Wie alt ist das Kind? Ja, ungefähr so alt. Nicht weinen, Ma'am. Sie bekommen es wieder. Was sind wir für Pechvögel? Der Herr hat's gegeben, Weib. Die Daltons aber haben's wiedergenommen. Wie
Wieso haben die Halunken sich plötzlich auf Kindesentführung verlegt? Vielleicht wollen sie ihre reichen Erfahrungen an jemanden weitergeben. Besonders gut riecht er aber nicht, Joe. Na, er wird die Windeln voll haben. Wo kriegen wir hier frische Windeln her? Ich schlage vor, dass wir die Tasche dort dahingehend inspizieren. Weißt du denn, wie man volle in saubere Windeln wechselt, Joe? Ich nicht, aber William wird's können. Oh nein, du bist der Einzige, der ihn anfassen darf. Los, dreht euch um! Wir brauchen keine Zuschauer! Ich bitte Sie, hören Sie auf! Es stimmt schon, es war nicht unser Baby, das die Daltons entführt haben! Es lag plötzlich oben auf in der Kiste mit dem Blumenkohl! So, so, die Daltons, ja? Dann müssen Sie das mit der Erbschaft gewusst haben. Wir sollten behutsam vorgehen. Hätten wir ihn doch nur nicht belogen, den guten Mr. Luke. Dafür schickt uns der Himmel die zwei apokalyptischen Reiter. Wir sollten Luke auf jeden Fall reinen Wein einschenken. Warum hört der Bengel nicht auf zu schreien? Der kann doch nicht schon wieder die Hosen voll haben. Er könnte natürlich Hunger haben. Frau Henne, könntest du uns eine Portion Rührei legen für den kleinen Kerl da? Wieso sind alle Gläser mit der Babynahrung leer? Hm? Deinetwegen müssen wir jetzt in den Supermarkt, du Vielfraß. Aber es wird bald dunkel, Joe. Wir müssen gar nichts. Wir melken sie einfach, wenn wir ihr Euter finden. Es wären noch weiße Bohnen da, vielleicht schmecken die. In dem Alter essen die noch keine Bohnen. Wir brauchen Milch. Er wird die Bohnen essen und er wird sie mögen. Was mag die Daltons bewogen haben, dem Farmer-Ehepaar das Baby zu stehlen? Ich rieche Bohneneintopf, Boss. Ob das schon die Daltons sind? Du wartest hier. Ich geh nachsehen, wer da ist. Ein komischer Löffel, falls Sie mitessen wollten. Ach was, nein. Ich hab nur gehört, dass die Daltons hier irgendwo gesichtet worden sind. Was Sie nicht sagen. Schulden Sie ihnen etwa Geld? Ja, ich meine, nein, aber deshalb der Revolver, verstehen Sie? Sie sind die vorsichtige Mutter mit der Porzellankiste. Ich bin Lucky Luke. Oh, der Luke, der immer wieder die Daltons einfängt. John Smith, Smith, hat mich gefreut. Wenn Sie sich vor den Daltons fürchten, dürfen Sie gern bei mir bleiben. Nein, ich muss mich auf den Weg machen. Außerdem, irgendwann sind wir alle mal fällig. Ob's nun die Daltons sind oder was anderes. Schleichers Schmidtchen will mich auf den Arm nehmen. Es überrascht doch immer wieder, wie du die Situation durchschaust. Das war Lucky Luke. Er ist hinter den Daltons her. Wenn er sie vor uns findet, sind wir angeschmiert. Versuch ihn zu bremsen, aber dass er mir keinen Verdacht schöpft. Ich suche die Daltons und jag ihn das Kind wieder ab. Kapiert? Ja. Du weißt schon, dass du mich von einem Bankraub abhältst mit deinem Geschrei. Du könntest ihn einfach mitnehmen und ihm ein paar Kniffe zeigen. Das ist zu gefährlich. Er darf auf keinen Fall lediert werden. Ich warte hier auf euch. Geht ihr nur brav einkaufen, dann seid ihr damit durch vor dem Massenansturm. Okay, Joe. Und ja, nichts vergessen. Nein, Joe. Hilfe! Oh, die Daltons! Was? Die Daltons? Die Daltons? Weg hier! Fenster zu! Also, ich brauche Milch und Seife, nicht irgendeine, eine möglichst milde. Und durchpassiertes Gemüse. Schlapperlätzchen und Babypuder, Salbe für wunde Babypopos und einen Strampelanzug. Windeln und jede Menge Sicherheitsnadeln. Und dann noch... Oh, das sind aber schöne Farben. Hey, was ist denn mit mir? Sie haben uns nichts getan. Sie haben nur ein paar Geschäfte also geplündert. Aus dem werde mal einer schlau. Das überrascht mich doch sehr, dass Sie keinen Schritt in die Bank gesetzt haben. Sie haben ein Baby.
Die Daltons haben sich fortgepflanzt? Nein, nein, kein Wunder. Eine simple Entführung. Aber sie haben kein Lösegeld gefordert. Ziehen die sich etwa Banditennachwuchs auf? Schon bei dem Gedanken laufen einem Schauer über den Rücken. Da vorne! Vielleicht waren es immer fünf und der da arbeitet alleine. Kommen Sie und fangen Sie mich, Lucky Luke, wenn Sie Mut dazu haben. Diese merkwürdige Wendung der Situation ist todsicher eine Falle. Und sie funktioniert, wie es scheint. Ich kann's nicht ändern, Junge. Ich bin von Natur aus neugierig. Und was ist, wenn die Daltons wiederkommen? Und ich hab kein Babypuder mehr. Da blüht mir was. Ganz ruhig bleiben. Dann werden sie gewiss die Bank überfallen. Wo ist Lucky Luke? Eben weggeritten. Was wollten Sie von ihm? Ihm sagen, dass ich nicht der Vater bin. Wir aber auch nicht. Da ist ja der Muffel, der hinter dem Kind her ist. Endlich werden wir den Schreihals los und lassen uns sein ewig nasses Hinterteil versilbern. Jetzt mach schon, brüll los. Mach einfach seine Windeln nass, Mann. Ein Averill reicht mir, Jack. Jetzt komm schon, schrei. Lass mich das machen, Joe. Sieh mal hier. Wenn du schreist, bekommst du ein Stückchen Käse. Wenn du nicht schreist, aber eben nicht. Wir sollten ihm vielleicht den Hintern versohlen. Ich möchte nicht, dass er beschädigt wird. Los, schreit, na kommt! Na los, wo bleibt das Geschrei? Ja. Oh, das hört sich an, als ob da ein Baby schreit. Ich glaube, der Trick hat geklappt. Ihr dürft aufhören. Aufhören, hab ich gesagt! Das wird jetzt leider sehr wehtun, Lucky Luke. Perfekte Stelle für eine Falle. Oh, hallo, Mr. Luke! Danke für die Treppe. Oh, ich sage gar nichts. Dummerweise bin ich nämlich taubstumm. Okay, Amateure, nennt euren Preis. 100.000. Das wären ja 10 Riesen pro Pfund. 50. Als Zugabe gibt es eine handgehäkelte Decke und dieses entzückende Paar Söckchen. 75. Okay, auf die Kralle. Er wird hoffentlich sanft mit ihm umgehen. Was meinst du, Joe? Ist uns doch egal. Unsere Seelen sind schwarz wie die Nacht. Sollen wir uns ewig um den Windelpupser kümmern? Aber der süße Pupser war unser erstes Kind. Geht's wieder her! Hey! Aber die 25 auch noch! Ach was, ich hab meine Meinung geändert. Hau ab, ich verkauf nicht! Abhauen, hab ich gesagt! Ich muss bescheuert sein, so viel Geld zu verschenken. Aber überleg doch, Joe, wenn du ihn pfundweise verkaufst, kriegst du doch immer mehr, wenn er größer wird. Im Moment hat er ganz fiebrige Zehen. Holt einen Doktor schnell! Mr. Luke, Sir. Ich hab gewusst, Sie kommen zurück! Na endlich! Wir brauchen einen Arzt. Sie meinen einen Doktor? Tja, immer die Hauptstraße runter. Aber wollt ihr stattdessen nicht erstmal die Bank ausrauben? Ich habe hier die beste Reputation. Wenn ihr sie nicht ausraubt, denken die Leute am Ende, sie taugt nichts. Entweder macht die halbe Stadt gerade Siesta oder die Daltons sind eben hier durchgekommen. Die Daltons sind in der Stadt. Schieben Sie den Gefangenen unter der Tür durch. Hä? Also, ich muss schon sagen, ich habe selten so ein hübsches Baby in die Finger bekommen. Finger weg! Erst mal zu mir! Immer wenn ich den Popel hier angucke, wird's mir ganz warm ums Herz und die Knie werden weich. Ist es was Schlimmes? Nein, Joe. Vermutlich so etwas wie ein Anfall von, Zärtlichkeit. Hab ich nicht schon oft gesagt, Joe, du kannst so zärtlich sein. Ich bin der Schweinehund Joe Dalton und ich bin nicht zärtlich. Lucky Luke kommt direkt hier rüber. Wieso ist er auch krank? Euer Job als Babysitter hat sich erledigt, Jungs. Schieß nur, wenn du willst. Uns ist das total wurscht. Hier ist dein Arzt. Solange das Kind hier ist, wird er nie schießen. Ich werde euch lehren, die Tradition zu respektieren. Aufhören!
Wie kann man nur so brutal sein? Gegen euch ist ja der Teufel ein Engel, Mörder harmloser Kinder, hartherzige Monster! Ergebt euch, ihr Kojoten! Nur mal raus damit, weshalb hängt ihr so an dem Bauernlümmel? Das werden wir für uns behalten, du denkst wohl, wir sind nicht dumm. Warum schreit er so furchtbar? Weil du ein böser Mensch bist. Das ist ein besonders schlimmer Cowboy-Kleiner, nämlich der berüchtigte Lucky Luke. Peng, peng, Lucky Luke. Ist das nicht schrecklich, Schätzchen? Uhu, böser Kerl. Edge, pfui. Prima, Kumpel. Ich fass es nicht. Joe Dalton entdeckt sein Herz für Babys. Unglaublich. Ja, der hat's nicht mit den Cowboys. Der will zu seinen Daltons. Gib ihn mir, damit das Gebrüll endlich wieder aufhören tut. Morgen Vormittag bringen wir ihn wieder zu seinen Eltern. Und dann hat das Dynamit Bumm gemacht und die Türen zum Tresor waren offen. Und da lagen die Goldbarren, wie es die wunderbare Fee versprochen hatte. Aber es war zu spät. Der böse Lucky Luke stürmte nämlich in die Bank. Mr. Luke? Sehr freundlich von Ihnen, dass Sie mir ein Pferd bringen. Er findet vermutlich als Halbwüchsiger die Horrorgeschichten, die man von den Daltons erzählt, wunderbar. Das beweist doch nur, dass die Halunken der einen Generation die Helden der drauffolgenden sind. Ich bilde die Henne zum Jagdhuhn aus, Jungs. Wunderbar, dann haben wir doch täglich frische Würmer. Hallo, jemand zu Hause? Wir bringen Ihnen Ihr Baby zurück. Ist aber nicht mein Baby. Was? Aber wessen dann, gute Frau? Es gehört mir! Oh nein! Mr. Luke! Ich bin nicht sein leiblicher Vater. Ich weiß, aber wer ist es? Mr. Dalton. Oh, danke, dem Himmel sei Dank. Sie haben meinen kleinen Liebling gerettet. Ich hatte dich doch an einen Baum gebunden, du Hexe. 24 Stunden ohne Essen haben mich 24 Pfund gekostet und der Strick fiel runter. Und Sie sind bestimmt seine Mutter? Oh ja, sicher. Bin ich etwa nicht das liebe Mamilein, mein Herzchen? Die lügt wie gedruckt, aber es war alles Ihre Idee. Erst dürfen wir für Sie das Kind entführen, dann will sie uns über den Tisch ziehen. Kein Wort ist wahr. Der Kleine ist mein eigen Fleisch und Blut. Klingt aber, als wäre ihm das ganz neu. Er ist der Sohn von Marmaduke dem Dritten, dem Corned Beef König. Der ist bereit, 1 Million als Lösegeld für das Kind zu zahlen. Ugly Bob wird's Ihnen bestätigen. Davon war nie die Rede. Ich teile mein Geld bestimmt nicht mit dem Abschaum der Menschheit. Vorsicht, das Huhn! Ah! Ah! So ein Trampeltier. Also gut, nachdem nun alle Klarheiten beseitigt sind, geben wir diese nimmermüde Kreischmaschine am besten an den Eigentümer zurück. Könnte jemand seine Nanny in Bewegung setzen? Joe! Joe! Joe, bist du tot? Wenn das so ist, dann gib uns bitte Bescheid, ja? Der süße Fratz schreit wieder. Er muss gewickelt werden. Er ist echt vernarrt in den lieben Schreihals. Nein, ich bin nicht vernarrt in ihn. Ich bin Joe Dalton und war noch in keinen vernarrt. Der kleine Marmaduke hat Joe Dalton nie vergessen. Und auch Joe Dalton hat Junior Marmaduke nie vergessen können. Woran denkst du, Joe? An nichts! Ich denke an nichts und niemanden, okay? Und wer noch mal den süßen Fratz erwähnt, kriegt eins mit dem Hammer übergebraten. I'm a bold, lonesome cowboy.